auch Vertreter des sogenannten Atheismus und Agnostizismus eigentlich auch dort vertreten waren. Also das heißt, es ist auch wieder, es geht eigentlich um die ganze Menschheitsfamilie. Ja? Also das möglichst jeder hat ein Recht, einfach dort zu sein. Dort zu sein, und natürlich ist ein Tag relativ gesehen kurz und natürlich sollte, wenn es geht, jeder eine Stimme bekommen, aber es wurde zumindest immer wieder auch das Mikrofon gereicht für einzelne Stimmen aus den einzelnen Religionen, aber eben auch noch darüber hinaus. Eine Dame, aus dem, die Agnostikerin ist zum Beispiel, hat dann auch gesprochen. Und was zusammen war, war einfach dieser gemeinschaftliche Boden, das nach Frieden gesucht wird. Also dass man sagt, Religion, ja, keiner verneint seine Religion, keiner verneint seine Identität, seine Besonderheit, sondern dass man sagt, okay, ich bin so, wie ich bin, das ist wichtig, für mich ist es genau mein Glaube und der scheint mir richtig, das ist natürlich meine Wahrheit.